Im Weinviertel wird der Beginn der Weinlese seit mehr als 5 Jahrzehnten mit dem Poisdorfer Bezirksweinfest gefeiert. Der Höhepunkt ist dabei der Winzerfestumzug und da ist heute Nachmittag traditionell auch der Winzerfestpräsident gekürt worden. Ein Pflichttermin für unseren Scheinwerfer. Mit der Sonne strahlt Andreas Goldberger um die Wette. Der ehemalige Skispringer darf sich seit heute Winzerfestpräsident 2009 nennen. Das hätte ich mir nicht gedacht, dass man eigentlich mit 36 Jahren mal Präsident wird, so früh. Das hätte ich mir nicht gedacht, aber das hört sich gut an. Wenn man nicht unten oder bei der Visitenkarte da nicht nur Weltmeister stehen hat oder Weltcupsieger, sondern auf einmal Weinpräsident. Super. Gibt es irgendwas, was Sie dem Andi Goldberger noch beibringen werden in puncto Wein? Natürlich einmal zu Beginn das Verkosten, weil das muss man auch beherrschen, wenn man natürlich Weinbaupräsident ist. Natürlich mit dem Glas in der Hand, natürlich werden wir das dann auf Tacht noch üben. Ja, freu mich schon. Ja. Freu mich schon, können wir gleich anfangen. Architekt Gustav Peichl, der Winzerfestpräsident 2008, ist mit seinem Nachfolger mehr als zufrieden. Was kann Besseres passieren als ein Präsident, der Goldi heißt? Jetzt hoffen die Poisdorfer nur noch, dass Andreas Goldberger nicht nur Flügel verleiht, sondern auch zu einer guten Weinernte verhilft.